herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Wir sind hier im Kampf gegen Brüller, letztes Mal gescheitert. Ja, Zeit für einen neuen Versuch, würde ich sagen. So, erstmal wird Alette ganz nach hinten in die Zugreihenfolge gebracht. Das kann ich aber noch nicht machen, okay. Alles klar, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall wieder Iva mit. Wir nehmen auf jeden Fall wieder Hakon mit. Und Mogun würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Und dann würde ich fast sagen, wir verzichten auf Ivan, der hat nichts gebracht. Wir nehmen stattdessen noch einen Wal mit Mog. Und ich würde Mogun sogar fast als erstes ransetzen. Okay, überlegen wir nochmal, wie war der Kampf aufgebaut? Zuerst kämpft, wir haben zwei Phasen. Ne? Erstmal müssen wir Brüller mit Alets Pfeil niederschmettern. Die anderen Gegner bringen nichts. Insofern, dass danach hier die zweite Phase kommt und dann wieder andere Gegner mit voller Lebenskraft da sind. Das heißt, wir müssen uns jetzt am Anfang komplett auf Brüller stürzen. Das ist der Plan. Und in der zweiten Phase müssen wir dann mit einem weniger auskommen, weil ja Alette das Ganze leider nicht überleben wird. Schniff. Gut, war aber irgendwie auch abzusehen. Da müssen wir uns dann erst auf die anderen stürzen, denn und möglichst Abstand zu Brüller halten, denn Brüller greift jedes Mal an, wenn er getroffen wird. Und das ist ganz schön brutal. Da habe ich ziemlich schnell meine Leute letztes Mal verloren. Das war, glaube ich, der Fehler. Und deswegen probieren wir es so jetzt nochmal. Okay, nächster Versuch. Alles steht hinten, der Rest steht vorne. Das ist gut. Okay, wir müssen an Brüller ran. Der ist natürlich ganz schön geschützt. Ich würde natürlich jetzt trotzdem dann hier mal eben draufhauen. So für den Anfang. Und jetzt kommt Brüller schon ran. Sehr gut. Das heißt, hier gehen wir jetzt direkt an Brüller hin. Und machen den Blutflegel auf ihn. Volle Kanne. Hoffen möglichst viel Schild jetzt auch mit zu verlieren. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. So, Randa. Schild runterhauen. Ihm komme ich jetzt nicht ran. Dann kann er vielleicht die Leute hier alle binden. Einmal ordentlich draufhauen. Der greift von hinten an. Der Schwein und. Warum kann ich nur nach vorne gehen? Schade. Schmerzbringer. Zerstört gegnerische Rüstung, bestraft Gegenschläge. Okay. Können wir jetzt aber nichts machen. Die müssen jetzt nur überleben. So, hier können wir da jetzt einmal drauf schießen. Einfach weil es geht. Wir kommen ja nicht so richtig dran. So, rein. Und. Oh ja, sehr gut. Mal eben nochmal die Hälfte vom Schild weg. Nächste Runde. Sollte das mit Alette funktionieren? Ich muss jetzt noch eine Runde überleben. Hatte der jetzt hier? Minus ein Schild, minus drei Energie oder halt nochmal den Blutflegel. Ich weiß halt jetzt nicht mehr, ob das übernommen wird für die nächste Runde, was da alles wieder regeneriert wird. Jawohl. Wir machen hier weiter das Schild weg. Hier, dann stand Alette jetzt doch zu weit weg in der Reihenfolge. War doch zu weit hinten. Ich gedacht, dass das so gut geht. So, nächstes Alette. Jawohl, wir kommen ran. Fähigkeit Silberpfeil auf Brüller. Zack. Das hat funktioniert.
das kennen wir ja schon. Und Teil 2. So. Ja, Alette ist weg. Jetzt müssen wir als erstes die anderen hier alle ausschalten. Brüller zum Schluss. Das mit 18 Schaden ist das schon ziemlich krass. Aber er haut halt jedes Mal zu, wenn er getroffen wird. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, das erst am Ende zu... Also ihn erst rauszuhauen. Na dann. Das wäre, glaube ich, schon recht wichtig, erst die anderen aus dem Kampf zu nehmen. Wen nehmen wir zuerst raus? 10, 15 ist, glaube ich, der erste, weil er einfach am meisten Schaden macht und recht wenig Schild hat. Dann hole ich am besten hier schon ein bisschen Willenskraft. Wobei, jetzt darf, muss ich mit der Willenskraft ein bisschen haushalten. So, er kommt jetzt an. So, machen wir eben 9 Schaden. Ist klar. So, damit er, und er versperrt hier den Weg. Also Luke ist gleich tot. Deswegen kann ich jetzt nicht mit ihm dahin gehen. Verdammt, das ist ein denkbar schlechter Start. Gut, mit ihm können wir jetzt hier ran. Und der macht nochmal eben 11 Schaden. Und der verliert auch einmal Gesundheit und damit auch Leben. Das ist gut. So, die sind jetzt... Ja, der ist jetzt hier im Kampf mit drin. Würde ich tatsächlich jetzt auch versuchen, so schnell wie möglich das Schild nicht kaputt zu machen. Teilen wir uns hier ein bisschen auf. Hilft ja nichts. So, hier nochmal ordentlich drauf. Möglichst schnell das Schild runter. Der nervt auch so ein bisschen. So, mit dir möchte ich eigentlich nicht auf Brüller gehen. Ne? Der haut jetzt ab. Da komme ich mit ihm aber ran. Ja, dann können wir eigentlich auch hier wieder ein bisschen Abstand halten. Das Schild ist weg. Hau ab, Brüller. Nein, nicht auf den. Okay, er steht noch. Er steht noch. Alles gut. Alles gut. Er ist jetzt auch dran. Dann laufen wir ein bisschen weg. So, macht jetzt hier natürlich nur einen. Komm, dann machen wir wieder Blutflegel. Einer einfach erreicht. Das ist nicht so dramatisch. Aber dann kann er... Oh ja, wunderbar, der ist weg. 7. Zack. Wieder einer weniger. Okay, danke, dass du mir Brüller vom Leib hältst. Der macht jetzt 15 Schaden. Bam. Und der nächste weg. Ja, das ist dann schon mal wesentlich besser. So, mit dir müssen wir jetzt nach vorne laufen. Der ist der nächste. Und der, die beiden. Ach, den habe ich ja ganz übersehen hier. Ach je, ach je, ach je. Nicht gut. Dann gehen die beiden auf ihn und die beiden gehen hier jetzt drauf. 6, der ist dann auch schnell Geschichte. So, genau, mit dir gehen wir jetzt weiter nach vorne. Kommt eh nicht dran. Haben wir jetzt auch nichts groß verschwenden. Ah, nein, 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 nein. Minus 9, das ist... Das ist einfach zu heftig. So, der ist weg. Nein! Ach, Mist. Rook ist weg. Okay. Rook ist weg. Das kann jetzt hier schon einen Unterschied machen. So, du kommst da jetzt auch nicht weg. Müssen wir jetzt auch einen ausgeben. Kommt da nicht ran. Das gibt's nicht. Shit. Oh, da wird doch schon wieder nix hier. Das wird doch schon wieder nix. Oh,
Das sah am Anfang so gut aus, aber jetzt ist es wieder so. Ich weiß nicht, was da das Sinnvollste jetzt ist. Oder geht man dann doch auf Brüller drauf? Irgendwann müssen wir ja mal auf ihn gehen, ne? Wieso hat der denn jetzt 21? Ach, der macht ihn stärker. Schlechte Sache. Und wenn man sagt, okay, der macht eh kaum noch Schaden. Nee, hat nicht geklappt. Dass wir jetzt nur noch auf, dass wir jetzt doch schon auf Brüller gehen. Wobei, das können wir auch den noch eben aus dem Spiel. Der bufft. Den hätten wir zuerst rausnehmen müssen. Ja, der ist da weg. So, auf Brüller. Hey, oh Mann. Das kann man doch echt vergessen. Das hat ganz gut Rüstung abgezogen. Dennoch ist Brüller eh dran. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Oder mache ich jetzt nochmal das Schild ein bisschen kleiner? Ja, klar, ich verliere gleich wieder Gesundheit. Dann muss ich das Schild runternehmen. Ja, das war's. Der haut einmal zu, der ist tot. Vorbei. Boah, der hat's echt in sich, der letzte Kampf. Der hat's echt in sich. Ja, oder geht man, schaltet man den, den Buffenden da, den muss man ausschalten. Vielleicht. Ist auch nicht so, dass ich jetzt hier groß Auswahl hätte, wen ich noch mitnehme, weil viele sind auch einfach nicht gut. Das kann ich mir Ludin, was war seine Spezialfähigkeit? Aufspießen. Ah. Eivind. Ist ja ganz nett mit dem Heilen. Er hat auch gar keinen Gegenstand. Ach, die sind jetzt ja auch wieder alle vertauscht, oder? Oh. Kann man eigentlich noch den Schwierigkeitsgrad einstellen? Tatsächlich. Ich bin ja echt versucht, das Ganze jetzt auf einfach zu stellen. Ja, komm, wir machen das jetzt auf einfach. So. So. Kämpfe sind nicht so herausfordernd. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich bin jetzt einmal feige. Aber jetzt hier 30 Mal den Kampf zu zeigen, ist, glaube ich, auch nicht sonderlich spannend für euch. So, Alette habe ich diesmal in die Mitte gesetzt. Einfach damit wir hier relativ schnell raus sind. Den kann man sogar direkt rausnehmen. Das ist ja interessant. Aber bringt ja halt nichts. So, dann können wir jetzt hier mit ihm auf Brüller gehen. Ich würde sogar fast sagen, dass wir den... Obwohl, wenn wir den Rambock machen... Nee, das bringt nichts, weil dann steht er da hinten irgendwo. Wir müssen ja an ihn rankommen jetzt. Okay, hat jetzt auch weniger. Nur noch 18. Das waren davor mehr. Deswegen konnte ich ihn ja auch gleich rausnehmen. Ja.
Aliens in der Brandung. Die Kämpfe sind dann tatsächlich ein bisschen leichter. Ja, Alett kann jetzt hier ein kleines Stückchen nach vorne gehen. Aber mehr ist da noch nicht drin. Auch mit ihm komme ich nicht so wirklich ran an Brüller. Gehen wir mal hier so ein bisschen zur Seite. Auch um Alett zu schützen. Hoho, minus 5. Ja, ja, ja. Ich komme da nicht ran. Das war jetzt auch nur dabei, um mal irgendwas zu machen. Das ist gerade so ein bisschen blöd. So, hier kommen wir jetzt wieder ran. 6, 7. Dann fehlen noch 6 Rüstung. Das kriegen wir mit ihm dann auf jeden Fall hin. Wenn er jetzt nicht zu weit wegläuft. Minus 11. Komm mal klar hier. Das müsste jetzt eigentlich schon reichen. Das reicht. Ich hoffe, ich komme mit Alett jetzt ran. Geht. Hoho, sehr gut. Fähigkeiten, Silberpfeil drauf. Nein, er ist jetzt umgefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Nein, ich kann das Ganze hier nicht überspringen. Nee. Geht nicht. So. Also geht ja wirklich jetzt darum, Brüller umzubringen, ne? Oh. Und auf leicht haben wir hier auch nur noch 2 Gegner mit dabei. Das ist gut. Das ist ja mal wesentlich angenehmer. 13, 14 hat er auch nur. Ja. Und den können wir direkt rausnehmen. Dann sollten wir es diesmal schaffen. Wenn wir denn rankommen. Vielleicht auch nicht so gut, ne? Dass ich nur Nahkämpfer habe. So eine Mischung aus Nah- und Fernkämpfern wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber gut. Ist jetzt, wie es ist. Unsere einzige Fernkämpferin überlebt diesen Kampf ja nicht. Ich würde überlegen, ob ich jetzt hier vielleicht doch schon auf Brüller gehe mit ihm. Kostet hier natürlich auch gleich 2 und dann gleich nochmal 2. Hat er nur noch 3. Geht alles rauf. Und er haut nicht zu, sondern er brüllt nur. So. Easy peasy und so. Das macht ja wirklich einen riesigen Unterschied. Auch wenn die ja gleich zum Teil sterben wie die Fliegen, aber jetzt können wir ihn hier rausnehmen. Sehr gut. So, und damit sind wir... Gut, jetzt sind wir eh mal abwechselnd dran. Der ist weg. Der ist betäubt. Jetzt müssen wir auf Brüller losgehen. Blutflegel natürlich. Die Rüstung ist damit fast weg. Himmelweiter Unterschied hier. Schaden macht jetzt wieder keinen mehr. Und dann haben wir es jetzt geschafft. Auf leicht wenigstens. Brüller liegt. Alett, nein, nicht sie. Wo sind die Magier? Rook, sie können ihr nicht mehr helfen. Steh auf. Du nimmst das Chaos rundum kaum wahr. Wüter fliehen vor Wahlkriegern, die ihren Vorteil nutzen. Brüller ist tot. Du nicht. Wir müssen gehen. Lass mich Alett nach Burstgard tragen. Wir werden ihr die Ehre erweisen.
Harte Sache. Juno hatte recht. Jetzt, da Brüller gefallen ist, fliehen die Wüter vom Schlachtfeld. Du kehrst nach Börsgard zurück, erinnerst dich aber später nicht wie. Nur der Anblick, wie Ivar Alets reglosen Körper trägt, brennt sich in dein Gedächtnis. Moral gestiegen. Wir werden jetzt hier nochmal sprechen. Wir müssen also genug Zeit haben, um Schiffe zu bauen. Du könntest recht haben. Die Wüter scheinen plötzlich nicht mehr an uns interessiert zu sein. Jetzt, wo Brüller gefallen ist, ziehen sie ihrer Wege. Die Raben haben die Docks freigehalten. Juno spricht gerade mit ihnen. Wenn die Langschiffe fertig sind, können wir den ganzen Weg nach Arbrang segeln. Mit Glück, bevor die Dunkelheit hier eintrifft. Wie weit südlich ist sie denn schon? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, nicht weit. Wir bringen den Prinzen wieder nach Hause und Hakon hat's schon beschlossen, mit uns zu fahren. Viel anderes bleibt ihm ja auch nicht übrig. Die beiden sehen auf, als du dich näherst. Rook, es ist Zeit. Bald sind wir bereit, Börsgard zu verlassen und einen sicheren Ort zu finden. Ein Schiff ist schon fertig bei den Docks. Ich habe es für Alette vorbereiten lassen. Ich ertrage den Anblick nicht. Komm, Rook, es ist Zeit, deine Tochter zu ehren. Das war The Banner Saga. Ging jetzt doch überraschend schnell vorbei, muss ich sagen, aber macht nichts. War auch wieder eine sehr angenehme Spiellänge. War ein nettes Ding. Recht limitiert am Ende, ja auch ein bisschen von den Spielmechaniken. War interessant auf jeden Fall, mal so der Ansatz, dass Gesundheit und Stärke Hand in Hand laufen. Da weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Im Grunde war es auf normal auch gut machbar, bis auf den Endkampf. Vielleicht habe ich mich da aber ein bisschen zu blöd angestellt, beziehungsweise war da nicht tief genug drin in den Spielmechaniken. Aber gut, so haben wir doch jetzt auch einmal gut über die Runden gebracht. Mal gucken, vielleicht kommt irgendwann nochmal der zweite Teil. Muss ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal die Lust dazu habe. Den zweiten habe ich nämlich noch. Der baut auch direkt auf dem ersten auf. Übernimmt dann natürlich auch die Entscheidungen. Bei uns ist Alette jetzt am Ende gestorben. Es gibt wohl insgesamt 3 verschiedene Enden. Hier gab es jetzt dieses. Plus natürlich das Gescheiterte, wo die Wüter uns überrannt haben.
Und gibt ja noch diese übergeordnete Geschichte, die ja hiermit noch nicht abgeschlossen ist. Ich würde dann jetzt den Abspann bis zum Ende durchlaufen, mich bedanken fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht ja oder hoffentlich in einem anderen Projekt wieder. Macht's gut, bis dann! Und da endet einfach die Musik mitten im Trailer, mitten im Abspann. Hat dann für die ganzen Bäcker nicht mehr gereicht. Gut, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die ganzen Bäcker noch einmal durchlaufen lasse. Das scheinen doch einige zu sein. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank. Und dann, ja, tut mir leid, wenn wir jetzt die ganzen Bäcker, wenn es ihr mit dabei wart, dass wir euch da jetzt nicht mitsehen, kann ich das überhaupt abbrechen? Ach, man kann hier auch das Ganze ein bisschen schneller machen. Ach, das ist ja auch mal interessant. Ja, kann man hier mal so ein bisschen scrollen und sehen, wer hier alles so Geld gegeben hat. Mit J sind überraschend viele dabei. K, L, M, ja. Mal hier, müssen wir mal gucken, ne? Naja, so viele Leute, aber ist natürlich auch nicht schlecht. Für die hat sich dann am Ende für 3 Teile ausgezahlt. Gut, jetzt wird's geladen. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Tschüss.